Und in Brüssel bin ich jetzt, nein, Entschuldigung, in Athen bin ich jetzt telefonisch verbunden mit Rodothea Seralidou. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, wir haben in Brüssel noch keine endgültige Entscheidung. Das kann offenbar auch noch ein bisschen dauern. Aber es wird eine Entscheidung sicherlich sein zwischen einem Kompromiss, wie der auch immer aussieht, oder einem möglichen Grexit. Wie groß ist denn die Angst der Griechen vor dem Grexit? Wir haben ja gehört, dass Wolfgang Schäuble tatsächlich ein Papier dafür schon angelegt hatte. Die Angst ist groß. Die große Mehrheit der Griechen will ja im Euroraum bleiben. Und zum ersten Mal steht ein Grexit-Szenario jetzt schwarz auf weiß. Und auch wenn die Befürworter des Grexit sagen, das sei langfristig eine Chance für die griechische Wirtschaft, die meisten Griechen befürchten, dass im Falle einer Rückkehr zur Drachme ihr Geld sofort an Wert verliert, dass Importe unerschwinglich werden, dass sie von dem leben müssten, was das Land selber produziert. Und das ist außer Obst, Gemüse und Olivenöl nicht besonders viel. Denn zum Beispiel die griechische Textilindustrie liegt seit Jahrzehnten brach. Die meisten Fabriken sind mittlerweile nach Osteuropa oder Asien gezogen. Es gibt also nicht viel, was made in Greece ist. Das wissen die Griechen nur zu gut. Und deshalb ist auch die Angst vor einem Grexit besonders groß. Jetzt hat es heute geheißen, es sei ein historischer Tag für Europa. Aber eigentlich ist das ja auch ein historischer Tag für Griechenland. Der heutige Tag stellt die Weichen für das, das kommen könnte. Von daher können wir tatsächlich von einem enorm wichtigen Tag für Griechenland sprechen. Aber ein historischer Tag, vor allem im positiven Sinne, wird meines Erachtens erst der Tag sein, an dem es zu einer Einigung kommt zwischen Griechenland und den anderen EU-Partnern. Das wird auch der Tag sein, an dem ein Grexit nicht mehr wie ein Geist über das Land spukt. Dieser Tag wäre historisch. Und damit das passiert, muss in den kommenden Tagen die Regierung im Eilverfahren viele Reformen verabschieden, darunter sehr umstrittene Reformen, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die Rentenreform. In der griechischen Angelegenheit ist also im Moment noch nichts entschieden, meiner Meinung nach. Jetzt hat es dieses Papier von Wolfgang Schäuble gegeben, ein Grexit auf Zeit. Das ist zwar eigentlich in den Verträgen gar nicht vorgesehen. Da wird es dann möglicherweise Überlegungen gegeben haben, wie kann man so etwas überhaupt realisieren. Wie wird denn so etwas im Zweifel aufgenommen in Griechenland? Wir haben ja immer wieder erlebt, dass vor allen Dingen die Kanzlerin sehr massiv angegriffen worden ist. Ist jetzt Wolfgang Schäuble im sozusagen Zielkorridor? Die Griechen sind nicht sehr gut auf Wolfgang Schäuble zu sprechen. Das war auch in den letzten Wochen der Fall, wo die Kanzlerin Angela Merkel schon Sympathieträgerin geworden ist, also wenigstens mehr als Wolfgang Schäuble. Schäuble wurde aber nachgesagt, dass er die harte Linie vertritt. Und darin sehen sich jetzt viele Griechen wirklich bestätigt, dass er derjenige ist, der mit einem Grexit droht, der wirklich auch es schwarz auf weiß den anderen überreicht und sagt, also es gibt dieses Szenario und wir müssen darüber nachdenken. Und da reagieren die Griechen sehr allergisch drauf. Jetzt haben die Griechen ja mit einem Nein gestimmt gegen Sparmaßnahmen, die jetzt mit denen verglichen, die auf dem Tisch liegen, noch relativ harmlos waren. Wie reagieren Sie denn jetzt? Ja, das stimmt. Viele derjenigen, die mit Nein zu Sparmaßnahmen gestimmt hatten, die haben tatsächlich gehofft, dass dieses Nein dem griechischen Premier Rückenwind geben würde, um ein besseres Reformpaket auszuhandeln. Und ich glaube schon, dass auch der griechische Premier selber davon überzeugt war, dass er so, also mit dem Volk hinter sich, bessere Karten in den Verhandlungen hätte. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Das sehen wir. Tsipras stand in Brüssel mit dem Rücken zur Wand. Er muss entweder ein sehr hartes Sparpaket umsetzen, oder er wird dafür verantwortlich gemacht, das Land aus dem Euro zu führen. Deshalb macht sich schon eine große Enttäuschung in der Bevölkerung breit, vor allem bei denen, die mit Nein gestimmt haben. Viele fragen sich, wo denn das Europa der Völker bleibt, wenn jedes Land in der EU nur seine eigenen Interessen sieht und wenn der Wille eines Volkes, das Nein zur harten Austerität, zu harten Sparmaßnahmen gesagt hat, einfach ignoriert wird. Diejenigen wiederum, die mit Ja zum Sparpaket gestimmt hatten, die sehen sich nun bestätigt. Denn auch sie waren nicht wirklich für neue Sparmaßnahmen. Sie waren aber davon
davon überzeugt, dass die anderen EU-Partner und allen voran die deutsche Bundesregierung hart bleiben wird. Und das sehen Sie nun. Sollte es zu der Variante kommen, die ja im Augenblick in Brüssel auch diskutiert wird, nämlich einer Variante, die den Griechen noch einmal bis Mittwoch Zeit gibt, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie bis Mittwoch einige Dinge durchs Parlament bringen, einige Reformen, um Vertrauen zu erzeugen. Wie wird man denn da in Griechenland, wie wird man im Parlament reagieren? Ich glaube schon, dass der griechische Premier die Sparmaßnahmen durchs Parlament bekommt. Daran habe ich keine Zweifel. Aber er wird sie nur mit Hilfe der Opposition durchboxen können. Wir haben es schon in der Nacht zum Samstag gesehen. Da hat das griechische Parlament der Regierung das Mandat gegeben, nach Brüssel zu gehen und ein Sparpaket zu verhandeln. 251 von 300 Abgeordneten haben der Regierung den Rücken gestärkt. Trotzdem war es aber kein Grund zur Freude für den griechischen Premier, denn 17 Parlamentsabgeordnete aus der eigenen Reihe haben der Regierung ihre Unterstützung nicht gegeben, darunter sogar zwei Minister und die Parlamentsvorsitzende. Und hier ist das große Problem, vor dem Alexis Tsipras steht. Er kann auch bei der Abstimmung zu den Sparmaßnahmen nicht mit all seinen eigenen Leuten rechnen. Und wie sollen auch die zwei Minister, die sich gegen das Sparpaket gestellt haben, nun dieses Sparpaket umsetzen? Deshalb geht man hier davon aus, dass Tsipras diese Minister ersetzen muss, dass es bald eine Kabinettsumbildung gibt. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, dass diese Regierung weiter an der Macht bleibt. Sollte sie noch mehr seiner Abgeordnete verlieren, also sollte Tsipras noch mehr seiner Abgeordnete verlieren, dann könnte er auch die Unterstützung der Opposition verlieren. Und dann wären eine Übergangsregierung und Neuwahlen nicht auszuschließen. Rodotea Seralidou, ganz herzlichen Dank für die Informationen aus Athen.